Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft24 zur aktuellen Wochensendung. Wir befinden uns in der sogenannten fünften Jahreszeit. Passend dazu zeigen wir Ihnen einen wunderbar lauten und fröhlichen Beitrag der Narren aus Schwarzheide. Außerdem stellen wir Ihnen die neue Polizeichefin aus dem OSL-Kreis vor. Und in Großregen wird die Zukunft des IFA-Parks besprochen. Hier spricht Bürgermeister Thomas Senker über eventuelle Entscheidungen. Das alles sehen Sie nach unseren aktuellen Nachrichten. Und jetzt gibt es hier noch einmal unser Programm in der Übersicht. Schlosspark Center, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlosspark Center Senftenberg. Einkaufen, wo ich zu Hause bin. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 7. Februar 2023. Wissenschaftsministerin Dr. Manja Schüle und Umweltminister Axel Vogel haben heute am Rande einer Kabinettssitzung in Cottbus das Institut für Umweltwissenschaften und Umwelttechnik der BTU Cottbus-Senftenberg besucht. Dabei haben sich die Minister über das Bündnis Land Innovation Lausitz, kurz LIL, informiert. Darin forschen Wissenschaftler der BTU und des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung gemeinsam an Strategien zur Stärkung der zukunftsfähigen Landwirtschaft in der vom Struktur- und Klimawandel betroffenen Lausitz. Darüber hinaus sprachen die Minister mit Studierenden diverser Studiengänge des Instituts. Die Landesregierung macht mit dem Kabinett vor Ort in allen 18 Landkreisen und kreisfreien Städten Stationen, um mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen. Mit 67 mm Niederschlag lag der Januar auch in unserer Region deutlich über dem Durchschnitt der letzten Monate. Ein Segen für den Wasserstand in den Seen im Seenland. Mit einem Wasserstand von über 100 Metern hat der Großrechner See momentan einen Höchststand erreicht. Allerdings habe das keine Auswirkung auf die Schiffbarkeit in diesem Jahr. Nach Rücksprachen mit der LMBV diene der Großrechner See derzeit vor allem als Staureserve für den Sedlitzer See, an dem in diesem Jahr weitere Sanierungsmaßnahmen stattfinden sollen. Derzeit prüft die Stadtverwaltung jedoch eine Sondergenehmigung für die beiden Kotter der Friedrich-Hoffmann-Oberschule und des Seesportvereins. Keine Rückkehr auf den See gibt es indes für das Fahrgastschiff Wilde Ilse. Ihr weiter Betrieb wurde aus Kostengründen eingestellt. Die Kinder der Kita Weinbergsiedlung aus Lauchhammer beteiligen sich am Projekt der brandenburgischen Sportjugend Kita in Bewegung und wollen das Gütesiegel Bewegungshelden erwerben. Schwerpunkt wird hierbei auf die psychomotorische Ausrichtung der Bewegungsangebote beim Aufenthalt im Freien gelegt. Durch Spiel, Spaß und Bewegung sollen bei den Kindern Bewegungsdrang und Spiellust geweckt werden. Mit einfachen Materialien wie Holz, Eimer oder Kisten sollen Motorik, Sprache und soziale Kompetenzen geschult werden. Das Projekt wird aus dem Landesprogramm Frühkindliche Bildung und Kindertagesbetreuung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport gefördert. Die Schüler des Emil-Fischer-Gymnasiums in Schwarzheide hatten heute einen ganz besonderen Schultag. And it was very British. Englischunterricht einmal anders. Das war am 6. Februar die Devise am Emil-Fischer-Gymnasium in Schwarzheide. Da wurde die Aula zu einer kleinen Theaterbühne, denn The Phoenix Theatre war zum traditionellen Englisch-Theatertag des Gymnasiums zu Gast. James Grimstone und Imogen Thomas inszenierten für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen 3 Theaterstücke in Englisch. Für die Klassen 5 bis 7 gab es das Musical Banana Gang, was sich um die Helden und Gangster der 20er Jahre dreht. Bei Furious Games werden den 8. und 9. Klassen schwierige Themen wie Aggressionen an Schulen nähergebracht. Zuletzt konnten die 10. und 11. Klassen eine gekürzte Version von Shakespeares Hamlet sehen. Die sehr interaktiv gestalteten Stücke sollen den Schülern Englisch auf eine interessante und künstlerische Art und Weise näherbringen. Nach den Aufführungen konnten die Schüler mit den Schauspielern fachsimpeln, natürlich auch auf Englisch. It was a very British day for the students. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher ruft zur Blutspende auf. Ausgelöst durch die Krankheitswelle zum Ende des vergangenen Jahres und durch die Winterferienwoche mangle es akut an Blutkonserven.
Auch aufgrund der kurzen Haltbarkeit einiger Blutpräparate seien Patienten auf ein kontinuierliches Blutspendeaufkommen angewiesen. Allein in Berlin und Brandenburg werden an jedem Werktag rund 600 Blutspenden benötigt, um die Patientenversorgung zu sichern. Mit einer Blutspende könne im Schnitt 3 Patienten geholfen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Für Fragen zum Blutspenden gibt es eine kostenlose Hotline. Und das sind weitere Kurzmeldungen. Die Micromedical Instrumente GmbH aus Senftenberg gehört zu den Top 100 der innovativsten Mittelständler in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es sich erfolgreich zum zweiten Mal in Folge am gleichnamigen Innovationswettbewerb beteiligt. Top 100 ist die einzige unabhängige Auszeichnung für Innovationsmanagement in Deutschland. Bis Ende März 2023 können Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre Bilder, Grafiken, Plastiken, Webarbeiten und andere Kunstwerke im Nachwuchsliteraturzentrum Ich Schreibe in Brieske abgeben. Mit ausgewählten Arbeiten wird daraus die Kinder- und Jugendgalerie Junge Kunst in Maga zusammengestellt. Zu sehen ist sie ab dem 22. April. Am Cottbusser Hauptbahnhof wurde an diesem Dienstag eine Fliegerbombe entschärft. Aufgrund der Arbeiten waren der Zugverkehr ab Mittag eingestellt und die Anwohner evakuiert worden. Auch Pendler aus dem Seenluft 24 Sendegebiet waren betroffen. Nach weniger als 2 Stunden konnte der Sperrkreis wieder aufgehoben werden. Die Brandenburger Landesregierung hat Ende Januar ihren ersten Sportförderbericht vorgelegt. Demnach wurden Vereine, Projekte und die Nachwuchsarbeit in den Jahren 2020 und 2021 mit mehr als 48 Millionen Euro unterstützt. Ein Teil des Geldes floss unter anderem in schulische Projekte und Wettkämpfe sowie die Wettbewerbe Sportlichste Schule im Land Brandenburg und Jugend trainiert für Olympia und Paralympics. Als Soforthilfe für die Herausforderungen in der Corona-Krise erhielten besonders betroffene Träger von Sportangeboten 20 und 21 mehr als 2 Millionen Euro. Im Jahr 21 folgte die Vereinshilfe in Höhe von 4 Euro je Mitglied, insgesamt 1,4 Millionen Euro. Soweit die Meldungen und jetzt folgt noch der Polizeibericht. Bei einer Verkehrskontrolle in der Briesker Straße in Senftenberg ertappten Polizeibeamte am Montagnachmittag eine 44-jährige Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis, aber mit positivem Drogenvortest auf Amphetamine. Daraufhin erfolgten eine beweissichernde Blutprobe sowie die Anzeigenerstattung. Am Montagnachmittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der A13 zwischen Ortrand und Ruhland in Fahrtrichtung Berlin gerufen. Von einem vorausfahrenden Lkw hatte sich eine Eisplatte gelöst und war gegen den nachfolgenden Pkw gestoßen. Die Fahrzeuginsassen bleiben unverletzt und das Auto trotz eines Gesamtschadens von rund 3.000 Euro weiter fahrtüchtig. Und am Dienstagmorgen hatte sich im gleichen Autobahnbereich ein Anhänger von einem Fahrzeug gelöst. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr ausweichen, aber auch hier wurde niemand verletzt. Und bei etwa 3.000 Euro Sachschaden konnten beide Fahrer ihre Tour nach der Unfallaufnahme aus eigener Kraft fortsetzen. Das waren unsere Nachrichten und jetzt schauen wir noch für Sie auf das Wetter der kommenden Tage. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Am Mittwoch ist es trotz der großen Temperaturschwankung von eisigen minus 7 und 2 Grad ganztägig sonnig. Nachts gibt es ebenfalls einen sternklaren Himmel bei Temperaturen um die minus 5 Grad. Auch der Donnerstag tut es dem Mittwoch gleich und bietet den ganzen Tag vollen Sonnenschein bei Temperaturen zwischen minus 5 und 3 Grad. Ab dem Abend zieht sich eine dichte Wolkendecke bei Werten von minus 2 bis minus 1 Grad zu. Der Freitag lässt hingegen bei Temperaturen von minus 1 und 3 Grad die Sonne nicht ein einziges Mal die Erde zu Gesicht bekommen. Die über den Tag bestehende Wolkendecke zieht sich auch in die Nacht hinein. Mit Regen ist jedoch nicht zu rechnen. Clubnacht, 18. Februar.
Mit Lichtgeschwindigkeit durchs Netz? Das kann nur Glasfaser. Die innovative Lichtwellenleitertechnologie sorgt für nie dagewesene Bandbreite, um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Methoden mittels Kupferleitungen. Highspeed-Internet, Fernsehen in Full HD, Telefonie in höchster Sprachqualität, 4K-Streaming und das alles gleichzeitig in beliebig vielen Haushalten ohne Geschwindigkeitsverlust. Sie wollen weg von permanenten Geschwindigkeitseinbußen? Dann fragen Sie uns, Ihre LKG, die Glasfaser-Experten aus der Region. In den nächsten Wochen findet in Großregen die erste Stadtverordnetenversammlung in diesem Jahr statt. Unter anderem geht es um eine wichtige Entscheidung, wie es im IFA-Park weitergehen soll. Da müssen die Stadtverordneten Schiedsrichter spielen, sagte Bürgermeister Thomas Senker zu meiner Kollegin Carola Vogt. Worum es im Detail geht, erfahren Sie jetzt. Bürgermeistergespräch in Großregen, die erste große, die wichtigste Stadtverordnetenversammlung vielleicht, steht bevor am 15. Februar. Es geht um den Haushalt. Worum speziell? Ja, der Haushalt zum ersten Mal seit Jahren, nicht im Vorjahr, im Dezember, sondern Anfang des neuen Jahres, weil wir darauf reagieren wollten, wie sich jetzt Anfang des Jahres die konkreten Energiepreise entwickeln, welche Aussagen noch kommen zum Beispiel zur Tarifpolitik. Es wird ja gerade auch von der Gewerkschaft im öffentlichen Dienst über neue Tarife verhandelt. Wir haben zwischenzeitlich ja entschieden, den Kindergarten der AWO in kommunale Trägerschaft zu überführen. Das hieß, dass die Personalkosten anders dargestellt werden müssen. Das alles musste Anfang des Jahres mit Hochdruck geleistet werden im Finanzausschuss durch die Kämmerei. Und ja, insofern sind wir jetzt beschlussfähig. Es war richtig, den Haushaltsbeschluss diesmal zurückzustellen. Und wir werden anspruchsvoll investieren, trotz allem. Wir müssen allerdings auch mit 2,4 Millionen in die Rücklage greifen, wo wir uns aber einig sind, auch mit den Stadtverordneten, dass das diesmal auch vertretbar ist und richtig, weil wir eben doch anspruchsvolle Investitionen, wie zum Beispiel in den Kindergarten, für 8,5 Millionen drin zu stehen haben. Und ja, mit diesem Beschluss wird es dann einen Startschuss für alle möglichen wichtigen Projekte geben. Vielleicht ganz kurz, ist es denn ein guter Haushalt? Ist es ein schwieriger Haushalt für die Großregener und die, die es interessiert? Wie ist die Finanzsituation in der Stadt? Es ist durchaus ein schwieriger Haushalt. Wir haben zwar stabile Einnahmen, was die Zahlen anbelangt, sowohl was die Steuereinnahmen anbelangt im Vorjahr und auch was wir für dieses Jahr erkennen können und auch die Schlüsselzuweisung des Landes. Aber was jeder privat auch spürt, die Kosten sind auf der anderen Seite gestiegen. Jeder Dienstleister, jede Beschaffung an Material und so weiter ist teurer geworden, manchmal 10%, manchmal 15% oder 20%, sodass wir für die gleiche Leistung einfach mehr bezahlen müssen. Und insofern ist das natürlich schon anspruchsvoll, weil die Einnahmen nicht in gleicher Weise steigen, ganz klar. Und wir wollen aber jetzt auch nicht massive Eingriffe bringen, zum Beispiel in die geplanten Investitionen, weil wir damit ja praktisch auch noch eine Art Depression verstärken würden. Und wir sagen, wir können uns das momentan leisten. Unsere Rücklage ist doch relativ gut gefüllt. Insofern ist es auch verantwortbar, in dieses Sparbuch in solcher Sondersituation auch mal einzugreifen. Also eine verantwortungsvolle Arbeit auch der Stadtverordneten, die dann sowas zu beschließen haben. Und Sie haben ja im Vorfeld verraten, es gibt eine Schiedsrichterfrage, die bei dieser SVV auch geklärt werden muss und die wahrscheinlich alle Großregener Bürger interessiert und auch tangiert. Welche ist das? Ja, wir haben ja mehrere Handelsstandorte. Der wichtigste ist zweifellos der IFA-Park, wo der Rewe-Markt, der Aldi-Markt und mehrere Fachgeschäfte am Standort zur Verfügung stehen. Rewe hat vor einigen Jahren diesen Standort erworben von dem damaligen Fonds und hat jetzt für sich entschieden, dass man den Kunden einen noch moderneren Markt anbieten will. Man will also sanieren und erweitern oder sogar komplett neu bauen.
Damit hat sich gleichzeitig die Frage gestellt, wie mit dem relativ baulich, relativ alten Aldi-Markt umgegangen wird. Aldi wollte sich auch erneuern. Leider ist man trotz aller Bemühungen zwischen Aldi, Rewe und der Stadt, haben wir keine Einigkeit zwischen diesen beiden Ketten erzielen können, was um einfach den vorhandenen Aldi-Markt am Standort zu erneuern. Und insofern hat jetzt Aldi sein Interesse bekundet, neu zu bauen auf dem Festplatzgelände, was direkt benachbart ist. Rewe hat mit dem Schwesterunternehmen Penny ein Gemeinschaftskonzept vorgeschlagen. Beide haben im Bau- und Wirtschaftsausschuss für ihre Konzepte geworben. Aber am Ende gab es eben, wie gesagt, keine Einigkeit. Und beide haben dann gesagt, jetzt muss die Stadt Schiedsrichter spielen, sodass jetzt die Stadtverordnetenversammlung am 15. Februar vor der spannenden Frage steht, zu entscheiden, ob es für die Variante A mit der Variante A weitergehen soll, das wäre Rewe und Penny, oder mit der Variante B, Rewe und Aldi. Und das ist sicherlich für die vielen Kundinnen und Kunden doch von hohem Interesse. Und ich denke auch für uns, wir werden Sie da natürlich auf dem Laufenden halten. Abschließende Frage, der Karneval steht in Anführungsstrichen vor der Tür. Sind Sie da aktiv? Bin ich. Gemeinsam mit meiner Frau werde ich an mehreren Veranstaltungen teilnehmen, an der Prunksitzung. Meine Frau geht dann immer noch zur Weiberfastnacht. Wir werden auch in Cottbus beim großen Umzug der fröhlichen Leute da sein. Wir werden also Karneval richtig mitfeiern. Und ich lade alle Karnevalsfreunde aus Großrehischen und aus der Umgebung ein, das mitzutun bei den Vereinen vor Ort oder bei den roten Karnevalisten in Großrehischen beim GCC. Na dann, viel Spaß und einen erfolgreichen Februar. Dankeschön. Die Frauenquote der Polizei ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Vor allem im OSL-Kreis ist sie überdurchschnittlich hoch. Das zeigt auch die neue Besatzung der Polizeiinspektion OSL, welche nun ebenfalls von einer Frau geleitet wird. Die Polizeiinspektion OSL, welche Karlau, Lauchhammer und Senftenberg umfasst, hat eine neue Polizeioberrätin. Mit Annette Obern übernimmt das erste Mal eine Frau die Führung der drei Reviere. Geboren im Spreewald, aber aufgewachsen in Cottbus, ist sie schon seit über 30 Jahren im Polizeidienst in Brandenburg und bringt damit reichlich Erfahrung mit. Ich habe meine Erstverwendung in der Polizeiwache Karlau und damals auch mit gekoppelt an die Autobahnpolizeiwache gehabt im höheren Dienst. Und dort hatte ich meine Erstverwendung. Ich selbst aus dem benachbarten Landkreis kenne die Region, habe dort über ein Jahr in der Polizeiwache Karlau gearbeitet als Wachenleiterin und hatte dann verschiedenste Verwendungen in der Direktion, also innerhalb des Süden von Brandenburgs. Am 2. Februar wurde sie von Polizeipräsident Oliver Stepin offiziell in ihr Amt im neuen Einsatzgebiet eingeführt. Wie schätzt die Polizeioberrätin ihren neuen Zuständigkeitsbereich ein? Die Region an sich schätze ich als sehr sicher ein. Wir haben hier also auch eine sehr gut ausgestattete Polizeidienststelle, also nicht bloß hier, sondern auch an den anderen Standorten wie Karlau und Lauchhammer, mit gut ausgebildetem, auch schon mittlerweile jüngerem Personal, die hier ihre Aufgaben, denke ich, auch mit ganz hervorragenden Ergebnissen leisten. Schwerpunkte, für die Annette Ober nun zuständig ist, sind unter anderem die Kriminalitätsbekämpfung, die Verkehrssicherheit und die Veranstaltungssicherheit. Was genau sind die Tätigkeiten der neuen Polizeichefin von Senftenberg? Die speziellen Aufgaben sind natürlich sowohl die Verantwortung für die Kriminalpolizei als auch für die Prävention, für die Revierpolizei und den Wach- und Wechseldienst und natürlich auch die übergreifenden Zusammenarbeit sowohl mit dem mit den angrenzenden Inspektionen in Sachsen als auch natürlich mit unseren eigenen OEN hier innerhalb der Direktion. Und dort eben diese Aufgabenbandbreite im Bereich der Sicherheit auch zu gewährleisten. Es gibt also viel zu tun, auch wenn sie die Region als recht sicher einschätzt. Annette Obern freut sich auf ihre neuen Aufgaben und will gut organisiert in die nächste Saison starten. Der 13. Februar 1945, die Bombennacht in Dresden und die Wirren am Ende des Zweiten Weltkrieges. Anneliese Schmidt hat sie erlebt und überlebt. Und haben dann versucht, in unser Arbeitsdienstlager wieder nach Radeburg zu kommen. Das haben wir dann auch geschafft. Und ich war ein paar Stunden in Radeburg. Da kam mein Vater mit dem Fahrrad von Schwarzheide und sagte: Mädel, du warst in Dresden. Ich habe das gespürt. Und das war etwas,
was man nur einmal im Leben erleben kann. So war der Zweite Weltkrieg, eine Zeitzeugin erzählt. Berührend, erschütternd und doch nicht hoffnungslos. Ab 10. Februar bei Seenluft 24. Weil Erinnern ist Mahnen gegen das Vergessen. Egal ob Unterhaltungselektronik oder weiße Ware, eine große Auswahl an Elektrogeräten, viele Markenprodukte zu fairen Preisen und umfassende Beratung finden Sie bei EP Fröhler und Wickfeld jetzt in Ruhland am Markt 9. Einkaufen mit Service, das macht den Unterschied. Stadtwerke Senftenberg, Ihr regionaler Energiedienstleister für Strom, Gas und Fernwärme in Senftenberg und Umgebung. Sie finden uns in der Laugstraße 13 bis 15 in Senftenberg oder unter www.stadtwerke-senftenberg.de. Stadtwerke Senftenberg, passend für Sie, Strom, Gas und Wärme. Endlich wieder Karneval und Faschingszeit. In Schwarzheide waren vergangenes Wochenende die Narren los. Tolle Stimmung, viele Teilnehmer und genauso viele Zuschauer waren dabei. Der SCC total verrückt kehrt in die Kinderzeit zurück. So lautet das Motto der Jecken in diesem Jahr. Diesmal völlig ohne Corona-Test. Dafür aber mit einem ultimativen Kuschelohrentest. Wer da wen und was getestet hat, lassen Sie sich überraschen. Pünktlich um 14.11 Uhr geht es an diesem Sonntag los. Es ist der 5.2. und wir sagen Aligosti, oi 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 oder wie auch immer man hier sagt. Wir werden es rausfinden und wir werden ein bisschen schauen, ob irgendwo der Bürgermeister der Stadt Schwarzheide zu finden ist. Aber das haben wir ja schon vor 3 Jahren mal probiert. Wenn es noch einen Grund gibt, sich Corona zurückzuwünschen, dann ist es sicherlich dieser. Wir werden schauen, wie es wird hier auf dieser närrischen Meile. Herzlich willkommen in Schwarzheide zum 37. Stadtumzug. Hallo! Hallo! Herzlich willkommen, Sie sind jetzt im Fernsehen. Ja, kennen Sie eigentlich den Begriff kulturelle Aneignung? Bitte? Kennen Sie den Begriff kulturelle Aneignung? Ja, kenne ich. Aber wir machen uns nicht draus, wir machen es trotzdem. Das ist ja was Tolles, wir sind wieder dabei, Besuch aus Peitz. Ja, dich kenne ich doch. Ja, passt, ich bin der mit den Ohren. Genau, wie ist es denn dieses Jahr in Peitz? Wie viele Sessionen? Nein, wir sind im Plesser, das hatte ich ja letztes Jahr schon erklärt. Ah, stimmt. Kurz hinter der Bundesstraße, hinter Lauchhammer, direkt Plesser gelegen. Herzlich willkommen hier bei uns in Schwarzheide. Wo kommt ihr her? Aus Lauchhammer. Dieter Kleblatt, Schwarzheide. Warum hat sie dann gesagt, ihr seid aus Lauchhammer? Unsere Praktikantin vielleicht. Ach, die hat noch nicht gelernt. Lauchhammer. Die hat noch nicht gelernt, wo ihr her seid. Oh, fast immer, bin ich fast überfahren worden. Für viele ist Karneval nur noch eine Veranstaltung rund um den Alkohol. Ich finde, das ist absolut übertrieben. Auch wenn die aktuellen Karnevalshits wie ich habe überlegt, mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch, vielleicht etwas anderes vermuten lassen. Wir schauen mal, wie dieser wunderschöne Karnevalsumzug sich damit beschäftigt. Hallo! Ja, als was hast du dich verkleidet? Und du? Keine Ahnung. Ah, das ist aber schön. Euch Kinder gefällt es besonders, oder? Karnevalfets, oder? Lass uns doch, geh doch einfach. Naja, so ist das. Auch die Kinder haben ihren Spaß. Es ist wunderschön. Es gibt wunderschöne Karnevalsmusik, zum Beispiel Bratwurst, Currywurst und Bier. Wenn die nicht mehr reicht, singen die Protagonisten selber. Wir freuen uns. Vorbei, doch wir sind uns treu. Ich finde, das machst du wunderschön. Es klingt ein bisschen nach Rammstein. Das täuscht. Ich habe heute Morgen nicht meine Halsbonbons gelutscht. Deswegen klingt meine Stimme etwas nach Reibeisen. Der Bürgermeister der Stadt Schwarzheide nimmt seine Rolle wirklich ernst und macht Fasching. Hat man ihn gesehen? Ich glaube, man hat ihn nicht gesehen. Gleich fasse ich dir an deine flauschigen Mickey-Maus-Ohren. Ich habe ein bisschen Angst. Leg los, du darfst. Fass an.
Wahnsinn, Wahnsinn. Wie lange hast du Gespielt? Nur für dich, nur für dich. Macht Spaß heute in Schwarzheide? Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier das wunderschöne Wetter heute. Es ist seit Wochen das erste Mal Sonnenschein. Ja, die Sonne zu sehen, ja, ist der absolute Wahnsinn. Wie viele hatten die Hoffnung längst verloren in diesem Regen? Nie wieder Sonne. Nie wieder Sonne und dauerhafter Regen. Aber wir glauben hier in Schwarzheide an die Sonne und deswegen scheint sie über uns. Hallo. Möchtest du dem Onkel mal Hallo sagen? Wo ist denn mein Kameramann? Ah, da ist er. Hier ist er. Herzlich willkommen auf dem Wagen des Schwarzheider Karnevalsclubs. Herzlich willkommen dem Präsidenten des Schwarzheider Karnevalsclubs. Der Ehrenpräsident. Der Präsident steht hier. Ach, das ist ja, ich war noch nie auf so einem Wagen. Das ist ja der Wahnsinn hier bei euch. Ja, extra nur für euch, also für unser Publikum und für das schöne Wetter mit Sonne heute. Ah, oh, das ist seit Wochen regnet es. Endlich ist schönes Wetter, oder? Nur zum Karneval. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren direkt in den Narrenhof, in die Hochburg des Schwarzheider Karnevals. Dann geht die Party so richtig ab. Ja! Zeig mal, was du hier im Sack hast, mein Junge. Mach mal den Sack auf für den Onkel. So, ich nehme mal nur ein bisschen was raus. Oh, danke. Wir sind die Oldies. Volleyball-Oldies aus Schwarzheide. Oh, wie Mila Superstar, nur ein Alt. Ja, nur ein Alt. Ja. Sehr gut, viel Spaß. Euch auch. Guten Appetit. Das ist ja widerlich. Die wichtigsten Personen am heutigen Tag, das Lausitzer Prinzenpaar ist bei uns. Es ist eure erste Session, als wie dürfen wir euch denn anreden? Also, zum einen, Prinz Sigi der Erste. Und Prinzessin Katrin die Zweite. Da sieht man mal schon, heutzutage ist das alles umgedreht. Prinz Sigi, das wie, macht dir das Spaß? Ich bin nicht Prinz Sigi. Du hast dich doch als Prinz Sigi vorgestellt. Ja. Nein, ich habe den Prinzen vorgestellt. Ach, so macht man das. Was ist denn der tollste Karnevalsverein, den ihr heute hier gesehen habt? Momentan kann ich nur sagen, Schwarzheide ist super mit dabei und wir werden sehen, was heute noch passiert. Neben ganz viel Kamelle haben wir auch ganz viel Informationsmaterial bekommen und mit dem Karnevalsclub Anna Hütte 1948 e.V. beenden wir diese Prozession hier direkt vor dem Narrenhof, wo die Aftershow-Party beginnen wird und alle Narren wahrscheinlich mit Alkohol anstoßen. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Das war der 37. Stadtumzug hier in Schwarzheide. Der Bürgermeister sollte vielleicht ein bisschen Wasser trinken. Luft atmen. Seenluft. Seenluft. 24. Das war unser Programm von Seenluft 24. Jetzt folgt für Sie noch unser Service-Teil mit den Kleinanzeigen und weiteren Infos. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und machen Sie es gut. Bis bald. Ihre Katja von Seenluft 24.